nach jahrelangem Sparkurs in allen Bereichen, Fahrdienst, Werkstätten, Verwaltung, muss jetzt endlich ins Personal investiert werden, damit wir eine ordentliche Verkehrswende mit ordentlichen Arbeitsbedingungen auch im Personal hinbekommen. Wir streiken für bundeseinheitliche Rahmentarifverträge. Es muss einheitliche Regelungen in der ganzen Bundesrepublik für die ÖPNV-Betriebe geben und wir fordern Entlastung und das brauchen wir bundeseinheitlich. Deswegen haben wir aufgerufen, weil die Arbeitgeber jegliche Gespräche ablehnen und Verhandlungen abgelehnt haben. Ist es möglich, dass es weitere Antworten geben wird, weitere Streiks? Von unserer Seite haben Sie gesehen heute, die Menschen sind bereit, für ihre Interessen einzustehen. Ganz klares Zeichen und das liegt jetzt bei den Arbeitgeberverbänden, ob sie bereit sind, Verhandlungen zu führen. Wenn sie das nicht sind, habe ich ganz klar gesagt, werden wir auch weitere Tage hier in Bremen bekommen.